Augen auf, Hirn zu. Ah! Hier sind wieder Brain is Play, ich bin hier mit Ferner Falley und die Folge fängt ja gut an. Ich glaube, wir fangen ja die gleich nochmal an. Nö. Na gut. Ja, das darfst du dann machen. Wir sind hier mit Talos Prinzip und es ist eine Ewigkeit her. Ich mit Zephyr. Stimmt. Es ist eine Ewigkeit her, dass wir gespielt haben. What the fuck? Das bringt dich um, wenn du das wegnimmst. Ist das eine Mine oder ist das ein Britzler? Das ist eine Mine. Die bringt dich um, wenn du den Ding wegnimmst. Die hat mich verfolgt. Du wolltest es wissen. Aber du kannst die Kiste auf die Mine stellen. Vielleicht hilft dir das weiter. Ich glaube, ich könnte die Kiste auf die Kiste stellen und danach... Ah. Hier. Oder du musst einfach bloß was zwischen dich und die... Mine bringen. Also du musst auf der Kiste stehen, wenn du den... Schauen wir mal. Nein. Okay. Aber gut, wenn ich jetzt hier ein bisschen rumexperimentiere, solange ich noch nicht viel gemacht habe, dass wir dann später wieder Level 100 mal machen müssen, weil wir sterben und dann alles resettet wird. Bringt uns irgendwas... Ja, natürlich, die Mine kann dir nichts tun, solange du auf ihr drauf stehst. Das heißt... Auf die Mine drauf. Das ist aber gar nicht so Connector leicht. Weg. Das ist einfach. Nee, ist es nicht. Stell dich drauf, schau hin, kannst hochspringen. Ja. Und dann kannst du mit ihr nämlich mal ein bisschen. Oh, du kannst nicht in der Gegend rumfahren. Scheiße. Nicht ohne den Chemerton. Was zur Hölle war das? Manchmal macht dieses Spiel merkwürdige Dinge. Nein, ich dachte, wenn du drauf stehst, den Chemer nehmen, aber das geht nicht. Ja, das dachte ich mir eigentlich auch zuerst. Und sie ein bisschen als Taxi verwenden, ne? Ganz nah und gestört. Ja, das bezeichnet eindeutig diese Mine. Warte mal, schau dir noch mal ein bisschen in dem Level um, ob das überhaupt alles ist, was wir im Moment haben. Ah! Ja, also ich bin jetzt hier schon mal durch. Ob wir mehr brauchen oder nicht, ist... Ja. Okay. Garantiert. Dieses Level sieht schon wieder extrem komplex aus für den Anfang. Wir haben jetzt seit fast einem Monat nicht aufgenommen und das sollte ich vielleicht ein bisschen darüber sagen, wie viel Rücklauf wir noch haben. Und diese Folge hier wird auch erst in 100 Jahren hochgeladen werden, so wie es ausschaut. Wo ist der blaue... Da ist ein Connector. Ja, da hinten, ich habe ihn gesehen. Ganz weit hinterm Gitter. Ja, interessant. Okay. Du hast keine Möglichkeit, den... Aber du kannst jetzt die Bombe als Taxi verwenden. Als allererstes Mal. Hui. Dann kann ich mich ein bisschen... Taxi in den Tod. Okay. Ich weiß aber trotzdem, wie es jetzt geht. Das ist nämlich gar nicht so schwer. Du kannst den Chemer nicht mitnehmen. Nee, das ist auch überhaupt kein Problem. Ich zeig dir jetzt gleich, was ich vorhab. Hui. Du kannst den Connector da drauf stellen. Und dann mit dem zweiten Connector auf den Connector zielen. Zumindest glaube ich, dass das so funktionieren könnte. Eventuell. Werden wir gleich sehen. Vielleicht brauchst du sogar beide... Kisten. Wer weiß. Ja. So, man kann nicht Vorsicht diese Tür hier eigentlich noch mal anders stören? Nee, dafür. Du brauchst wahrscheinlich ist dahinter jetzt ein zweiter Jammer. Das kann sein. Ja, wenn ich einen zweiten Jammer hätte, dann könnte ich den ersten hier mit reinziehen. Also dich. Die Mine! Die ist viel zu schnell! Möchtest du vielleicht noch mal in die Pubertät kommen? Nein! Ob du da jetzt was draufstellen kannst? Ich hätte. Okay. Ja, du hättest auch drauf springen können, dann kannst du auch was draufstellen. Ja. Aufpassen, dass du nicht drauf springst. Das haben wir schon mal gesehen. Okay, und... Ja.
ganz ruhig, jetzt funktioniert ja alles, jetzt musst du die nicht mehr so abhetzen. So, abstellen. Und abwarten. Nö, da ist das Teil. Dann ist da hinten der Stern. Aber jetzt haben wir die Abkürzung, wie wir den Jammer hier mit reinbringen können. Ja, mal schauen, was wir damit anfangen können. Naja, zumindest du kannst die Bombe als... Ich kann die Bombe als Taxi benutzen und ich kann hier hinten den genau. Hier stören. Jetzt schau mal dich da hinten um. Das unter 100%ig ist da hinten. Ach du Schande. Oder wir müssen... Okay. Wow. Also es ist garantiert irgendwie dazu da, um zu einem Stern zu kommen. Oh, ich wollte die Mine jetzt erstmal von hier aus jammen, damit ich mit der locker umgehen kann. Ja, gut. Damit du das B und Entladen ordentlich machen kannst. Ey! Das geht nicht übers Eck! Tja. Na gut. Scheiß drauf, ich muss eh bloß noch eine Kiste jetzt gerade abziehen. Nee, du kannst sogar auf die zweite draufspringen. Ja, stimmt allerdings. Nimm einen von den Konnektoren mit, vielleicht brauchst du ihn. Nee, ich will mich jetzt erstmal umgucken. Ja, genau. Da ist eine Windturbine, die bläst dich zurück. Kann ich dann wieder zurück? Boing. Ha. Ja, gut. Ich glaube, wenn du nimmst einen Konnektor mit, für alle Fälle. Ja, kann ich machen. Und wenn die Bombe am Umkehrpunkt ist, springst du nach vorne. Das habe ich vor. Beziehungsweise könnte ich mich auch hier drauf stellen und dann. Ja, sehr gut. Und hier gibt es. Noch gar nichts. Was? Noch überhaupt nichts. Wieso nicht? Wie komme ich jetzt zurück? Gar nicht. Okay. Das ist schlecht. Warte, warte, warte. Bevor du dich von der Bombe... Ah, okay. Nein. Ups. Ja. Es war da knapp. Hinten gab's gar nichts. Ist da noch offen? Ja, da ist noch offen. Nein, so hat das nicht funktioniert. Ja, sowas nicht. Okay, wir wissen allerdings auf jeden Fall, dass wir von hier aus auf so ein rotes Teil blenden können. Genau, das merken wir. Und das Rätsel war jetzt dann erstmal leer. Weiter geht's. Bisher mussten wir noch nicht mal wirklich einen Cut setzen. Nö. Ich habe es gelöst. Wunderbar. Wir haben es auch gelöst. In 5 Minuten oder so. Gut, hier gibt es eine Kiste nach da und dann kann ich hier den Dings freischalten. Spulmechanik. Ja. Ja. Ah ja, okay. Und wenn das offen ist, dann kann man da den Ventilator benutzen. Wunderbar. Benutz erstmal Ventilator und Kiste, um beide Türen aufzumachen. Und guck dich weiter um. Hab ich vor. Ja. Dieses Spiel ist echt mies. Oh. Kann ich das Spiel nicht einfach cheaten gerade? Ich befürchte, ich kann das Spiel gerade einfach cheaten. Das nützt dir aber nicht viel. Weil das nicht der Ausgangspunkt ist. Ah ja, natürlich. Du musst es beides verlinken und dann auf die Ding stellen. Aber das ist kein Problem. Ah, ich weiß, wie es geht. Du nimmst den ich jetzt weiß nicht, mit. Wo der Ausgangspunkt... Ach da. Du nimmst den jetzt mit raus. Ja, ich verstehe, worum es geht. Ja, du musst... Benutz... Also ich brauche auf jeden Fall den Connector da hinten. Daran führt ja schon mal keine. Nee, du musst den Konnektor da draußen haben und auf dem. Der muss auf dem Ventilator auf dem angeschalteten stehen. Genau, das ist ja klar. Am Schluss muss der hier so draufstehen. Aber ja. Der muss sich dann mit dem vergangenen Konnektor verbinden. Ach so. Ja, damit er überhaupt. Und wenn der dann da oben drauf steht, dann ist das kein Problem mehr. Das heißt, ich brauche jetzt das hier so. Ja. Und das hier so. Ich bin gespannt, ob das funktioniert, weil ich brauche auf jeden Fall hier den Kasten noch. Ja, ja. Aber ich bin bloß am Überlegen. Weil du musst ich weiß, mit dem, der schwebt, ja alle drei aktivieren.
den an der Tür, den für das Gebläse und... Das ist so, ich muss jetzt an in die Ver- so, muss das bestehen bleiben. Dann habe ich hier den Connector, den Vergangenheitskonnektor. Verbinde ich dann einfach, nehme meine Kiste und meinen Gegenwarts... Also Gegenwartskiste und Gegenwartskonnektor, stelle ihn dann hier auf den noch geschlossenen Dings drauf. Der ist jetzt an. Wenn du, selbst wenn du spulst... Der Vergangenheitskonnektor muss nicht unbedingt mit dem das schon den solltest sein. Du nicht machen. Genau. So. So, dann spule ich. Stellen weiter nach hinten den Vergangenheitskonnektor. Stellen einfach in einem Winkel, dass du auf jeden Fall da... Schaffte. Okay, funktioniert. So, und jetzt kann ich abwarten. Ja, das ist alles, was du jetzt tun musst. Du musst warten, nämlich du musst jetzt die Kiste da drauf stellen, mit dem Connector die komplette Tour machen. Nein, warte mal. Ich muss jetzt dann irgendwann einfach die Kiste, die Vergangenheitskiste darüber stellen. Und dann das sollte hinhauen. Ja. So. Dann gehe ich also durch. Vergangenheitskiste steht noch. Ich weiß bloß nicht, ob ich... Ja, ich musste mit dem Connector sowieso hier bis... Also bis ungefähr... Warte mal. Der Connector ist doch an sich schwer, oder? Oh! Wieso? Du hättest die Kiste überhaupt nicht drunter stellen müssen. Ja. Stimmt. So, das muss jetzt mal reichen. Genau. So, ich nehme jetzt hier Kiste. Nö, du nimmst jetzt Kiste und stellst auf dem... Ich muss ja den Connector erstmal... Nein, die Kiste muss auf dem Ventilator, weil sonst kannst du die ja nicht auf, auf die Kiste stellen. Stimmt. Du musst halt jetzt warten, bis beim Spulen soweit ist, dass die Vergangenheitskiste gesetzt wird. Ja, ich komme hier leider sonst auch gerade nicht. Aber du kannst schon mal alles aktivieren, was du hier aktivieren musst. Also, nee, nicht den. Auf keinen Fall den. Doch, den brauche ich nicht. Die Tür. Innen auch. Okay, ja, so. Und jetzt schnell innen. So, und den hier. Und Wettrennen beginnt. Hier drauf und... Sobald es bläst, ist alles gut. Nicht ganz. Da muss ich nämlich hier wieder raus, bevor die Zeit endet. Nö, weil da ist eine... Oh, ja gut, aber ich muss trotzdem hier drin stehen. Ja, du musst drin stehen. Yay. Was? Das war nicht so schwer. Kannst... Und jetzt haben wir hier einen hochschwebenden roten. Ja. Oh. Welches war jetzt das andere? Das ist das andere, das wir schon geschafft haben. So, ich glaube... Rechts der... Hier. Genau. Damit kriegen wir jetzt... Ohne, dass ich sterbe. Mach keinen Scheiß. Ja, ohne, dass ich sterbe. Deswegen jetzt... Du brauchst... Was? Nein. Du brauchst den Ding nicht. Du brauchst den nicht. Ich bin damit aber sicherer unterwegs. Wenn ich den so mache. Na, du brauchst den Jammer nicht. Ja, das weiß ich. Du hättest die Bombe gejammt lassen können. Einfach. Ich muss hier durchgehen, oder? Da ist doch schon wieder zu da vorne. Nö, die bleibt offen. Also, Shortcuts bleiben offen, wenn du einmal gelöst hast. Und du brauchst... Aber du brauchst beide. Ich finde bloß jetzt gerade nicht den anderen. Von dir aus. Wo ist denn jetzt unser hochstehender Dings? Wo war unser zweiter Konnektor? Der muss doch da irgendwo links gewesen sein. Er hat... Du schaust, da ist er. Da ist, nee, da ist Achso, das, was ist wir das verbinden Ziel wollen. Und rechts, rechts von uns. Das Level war rechts von uns. Gut. Genau. So. So, und in das Level gehen wir als nächstes. So, ich glaube, der Part wird jetzt ein bisschen länger. Ich glaube, der Part ist jetzt vorbei. Oh, dann gehst du dahin. Genau. Danke fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst uns doch ein Like, einen Kommentar oder Abo da. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn wir gucken, was wir denn jetzt gemacht haben. Wir kommen viel zu gut voran gerade. Ja. Bis dahin. Tschüss.
So, genug Musik. Der Track ist der wirklich... Der ist aber echt cool. Cool, ja. Dieses arabische Lass mich nicht Rock. Hängen, Mann. Aber es ist...